Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen 4-Ball-Trick. Wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Was müsst ihr dazu können? Ihr müsst natürlich einmal mit 4 Bällen jonglieren können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch das hier oben verlinken. Und andererseits müsst ihr natürlich auch die Säulen mit 2 Bällen in einer Hand können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch das Video hier oben verlinken. Und dann ist es einfach so, dass ihr die ersten 2 Bälle in der Mitte einfach nur nach oben schmeißt. Und die bleiben auch immer in der Mitte und werden auch immer nur in der Mitte nach oben geworfen. Und die anderen 2 Bälle werft ihr dann außen drüber, über Kreuz. Und das die ganze Zeit immer abwechseln. Also die tauschen die Seite, die äußeren Bälle. Und die mittleren Bälle bleiben in der Mitte immer nur hoch und runter. Das heißt, ihr werft die hoch und die außen drüber. Dann die Mitte wieder hoch und wieder drüber. Hoch und wieder drüber. Hoch und wieder drüber. Und dann müsst ihr natürlich 4 Bälle nehmen. Das ist ein bisschen die Vorübung dazu. Und dann werft ihr die hoch und drüber. Hoch und drüber. Hoch und drüber. Hoch und drüber. Ich werde das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe einbinden. Das war auch schon der ganze Trick. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.